Hi! In diesem Video soll es um Kreisläufe gehen, und zwar um Kreisläufe, wie wir sie in der Biologie kennen, beziehungsweise kennen sollten. Und das Grundkonzept dieser Kreisläufe möchte ich hier gerne kurz darstellen. In der Biologie sind Kreisläufe sehr wichtig. Das sehen wir daran, dass es relativ viele gibt. Da gibt es den Phosphorkreislauf, den Stickstoffkreislauf, den Kohlenstoffkreislauf, da gibt es auch allgemein einen Teilchenkreislauf und so weiter und so weiter. Und man fragt sich eigentlich, gibt es da ein Grundkonzept hinter? Ja, das gibt es, und wenn man das verstanden hat, dann sind alle Kreisläufe eigentlich sehr einfach zu verstehen. Zunächst müssen uns einige Dinge klar werden. Wir müssen auf der Erde unterscheiden zwischen zwei Konzepten. Und zwar einmal Energie und einmal Masse. Der gelehrte Physiker wird sagen, ja, die sind ja äquivalent. Darum soll es hier nicht gehen. Wir wollen es auf einer sehr, sehr einfachen Ebene betrachten. Wir wollen unterscheiden zwischen Energie und Masse. Masse, das ist all das, was wir so haben. Das ist der Boden unter uns. Das sind die Teilchen in der Luft. Das sind auch wir bestehen aus Masse. Alles das, was wir greifen können, ist Masse. Energie, naja, das ist schon ein bisschen abstrakter. Das ist irgendwas, was mit einem Zustand zu tun hat. Das heißt, man hat wohl Energie, das sagt man so, ich fühle mich heute energetisch geladen, ich habe Kraft heute. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich unter Energie verstehen. Energie ist ein Zustand. Das bedeutet, Teilchen können höherwertig energetisch sein oder sehr niedrig energetisch. Beispiel dafür, hochenergetische Teilchen sind Teilchen wie Glucose. Und dann gibt es relativ energiearme Teilchen, das wäre sowas wie Kohlenstoffdioxid oder Wasser. Diese zwei Konzepte, Energie und Masse, müssen wir ein bisschen verinnerlichen. Und dann werden alle Kreisläufe relativ einfach. Denn letztendlich läuft es doch irgendwie so ab. Es gibt doch irgendwie Pflanzen. Ne? Habe ich hier mal ein Blümchen gemalt. Die Pflanzen betreiben Photosynthese. Und bei dieser Photosynthese wird erzeugt Glucose und Sauerstoff. Dann gibt es uns Menschen und auch ganz viele andere Geschöpfe. So, die nehmen diesen Glucose und den Sauerstoff auf und scheiden wiederum Kohlenstoffdioxid und Wasser aus. Und dieses Kohlenstoffdioxid und Wasser wird wieder von den Pflanzen aufgenommen und dann wird Glucose und Sauerstoff erzeugt. Das sieht ja schon mal ganz schön kreislaufmäßig aus. Und das ist es auch. Allerdings gibt es noch ein paar Dinge, die von außen einwirken. So wirkt auf die Pflanze von außen noch Licht der Sonne ein. Sonst funktioniert das nicht. Sonst kann Kohlenstoffdioxid, das energiearme Produkt, nicht in das energiereiche Produkt Glucose verwandelt werden. Und dann gibt es auch noch Destroenden und so weiter, was ja alles das Ganze noch komplexer machen würde. Aber wir wollen erstmal nur sehen, hier haben wir einen Kreislauf. Was passiert hier bei diesem Kreislauf? Man gibt Masse weiter. Zum einen haben wir hier Glucose, C6H12, O6 und Sauerstoff O2. Wir sehen, wir haben hier C, H und O und O. Wir haben hier C, O, H und O. Das heißt, wir haben immer die gleichen Ausgangsprodukte. Das heißt, wir haben immer Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir haben einen Masseerhaltungssatz. Masse kann nicht einfach aus dem Nichts erscheinen. Es kann aber auch nicht einfach verschwinden. Das geht nicht so einfach. Eigentlich geht das bei uns auf der Erde eigentlich gar nicht. Das bedeutet, im normalen biologischen Alltag können wir Sachen nur umformen. Das heißt aber, dass die Pflanze den Kohlenstoff, den Sauerstoff und den Wasserstoff braucht, um ihn letztendlich verwandeln zu können in etwas, was wir brauchen. Und wir brauchen diese Glucose und den Sauerstoff, um es in etwas zu verwandeln, was die Pflanzen brauchen.
Kreisläufe sind also ein Geben und Nehmen. Und worum geht es noch bei Kreisläufen? Um Geben und Nehmen. Und zwar von Masse und ein Weiterschieben von Energie. Das heißt, die Pflanze nimmt von außen durch die Sonne Energie auf, kann dann hier ein energetisches Produkt erzeugen. Und das energetische Produkt brauchen wir, weil wir nicht das Sonnenlicht so aufnehmen können wie die Pflanze. Dementsprechend ist das nicht nur hier ein Kreislauf, sondern auch noch ein Fluss von Energie. Allerdings klappt dieser Fluss von Energie nicht von hier nach hier. Wir nehmen hier was Energiereiches auf und geben was Energiearmes ab. Dann nimmt die Pflanze auch noch was von außen auf und hat wieder was Energiereiches. Das heißt, das ist kein Energiekreislauf, aber es ist ein Massekreislauf. Und was wichtig dabei noch ist, es ist ein Energiefluss. Das heißt, meistens wird gleichzeitig irgendwie mit Masse auch Energie weitergegeben oder energiearme Stoffe, die wieder zu Pflanzen müssen, damit diese wieder energiereich werden können. Das heißt, unser Planet Erde, auf dem sehr, sehr viele Kreisläufe sind, ist nicht ein komplett abgeschottetes System. Wir sind immer noch in Außenkontakt. Auch Masse wird manchmal neu hineingetragen durch Asteroiden und Kometen. Da kommt neue Masse auf die Erde. Allerdings nicht so viel, das ist minimal. Auch durch Sonnenstürme wird Masse mitgewirbelt zu uns. Aber auch das ist minimal. Vor allem geht es auf der Erde darum, das, was wir an Masse haben, zu erhalten, beziehungsweise nutzbar zu machen und nutzbar zu erhalten. Das heißt, man gibt die Masse weiter. Wir können mit Kohlenstoffdioxid nichts anfangen, aber mit Glucose. Dementsprechend nehmen wir Glucose auf und geben Kohlenstoffdioxid ab. Die Pflanze sieht das genau andersrum. Sie findet Kohlenstoffdioxid ganz toll, Glucose auch mal, ja, aber sie erzeugt letztendlich mehr, als sie braucht und das können wir wieder verbrauchen. Das heißt letztendlich, wir haben Kreisläufe, um Masse weiterzugeben. Und so funktioniert letztendlich jeder Kreislauf. Auch Phosphorkreislauf funktioniert so. Die einen nehmen auf und dann scheiden sie wieder aus und andere nehmen die Ausscheidung auf. Dadurch wird Phosphor weitergegeben. Stickstoff genauso. Kohlenstoff haben wir jetzt auch schon gesehen, Kohlenstoff auch so. Das ist so ein Geben und Nehmen und das ist letztendlich das, was jeder Kreislauf ausmacht. Es ist ein Geben und Nehmen von Masse und auch ein Weiterleiten von Energie. Auch unser Körper, da haben wir auch einen Kreislauf, einen Blutkreislauf, funktioniert eigentlich nicht anders. Es gibt Organe, die bestimmte Stoffe brauchen. Durch unser Blut werden diese Stoffe zu den Organen produziert, die nehmen. Dann produzieren sie andere Stoffe, die sie nicht brauchen. Sie geben und diese neuen Stoffe werden irgendwo anders hin transportiert. Gleichzeitig wird dann noch Energie, Sauerstoff und so weiter. Es wird alles, wo es hin muss, einfach hintransportiert. Das heißt, auch unser Kreislauf im Körper ist ein Geben und Nehmen. Und das ist immer so. Ein Kreislauf ist ein Geben und Nehmen. Und wenn man das letztendlich sich verinnerlicht, hat man eigentlich alle Kreisläufe irgendwie im Grunde verstanden. Dabei darf das Geben und Nehmen nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Sonst haben wir das Problem, was wir hier auf der Erde mit dem Öl haben. Wir Menschen, ja, wir ziehen gerne das Öl aus dem Boden, um damit unsere Autos und so zu betreiben. Öl wird auch irgendwann wieder produziert, allerdings viel langsamer, als wir es rausziehen. Das bedeutet, wir nehmen viel mehr, als uns die Erde gibt. Dadurch haben wir irgendwann kein Öl mehr und wir stehen da. Öl ist also kein direkter Kreislauf zurzeit. Wir nehmen das Öl, aber geben kein neues rein. Und es passiert auch nicht so schnell, dass neues Öl entsteht. Das heißt, irgendwann bricht der Kreislauf zusammen und dann haben wir kein Öl mehr. Sowas sollte nicht passieren. Wenn der Phosphatkreislauf beispielsweise irgendwann zusammenbricht, haben wir ein Problem. Das heißt, Phosphor muss immer wieder gegeben und genommen werden. Immer wieder im Gleichgewicht, damit das Ganze letztendlich bestehen bleibt. Genauso muss das mit Stickstoff aussehen, mit dem Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter und so weiter. Alle Kreisläufe können wir immer so sehen. Es muss gegeben und genommen werden. Und zwar ungefähr gleich viel, sonst haben wir ein Problem. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn wir immer nur geben, ja, da haben wir ein riesiges Reservoir, ist ja auch nicht schlecht.
Aber auch hier kann schlecht sein, weil bestimmte Stoffe in der Menge letztendlich giftig wirken können. Die Dosis macht das Gift. Das heißt, wenn wir zu viel haben, kann das auch nicht gut sein und kann wieder schädlich sein. Das heißt, wir müssen immer ein Geben und Nehmen haben. Und das ist wichtig. Ein Kreislauf ist also ein ewiges Geben und Nehmen, und zwar vor allem von Masse. Weil Masse nicht einfach neu entstehen kann. Wir können auch nicht einfach Wasserstoff in Sauerstoff umwandeln. Das geht nicht. Das ist nicht so einfach. Das kann man im Labor machen, das können Physiker machen, indem Teilchen zusammenprallen lassen und so, aber das passiert hier in der Natur eigentlich nicht. Das heißt, das, was wir an Wasserstoff haben, müssen wir auch irgendwie weiter als Wasserstoff behandeln. Das, was wir an Phosphor haben, müssen wir auch weiter als Phosphor behandeln und müssen dafür sorgen, dass uns das Phosphor nicht ausgeht. Das heißt, wir müssen es auch immer wieder in den Kreislauf reingeben und wir müssen es auch wieder rausnehmen aus diesem Kreislauf. Das bedeutet natürlich auch für uns, und das ist ganz wichtig, dass alles irgendwie eine Beschränkung hat. Wir können nicht unendlich viele Lebewesen haben, weil es nicht unendlich viel Phosphor gibt. Wir können nicht unendlich viele Lebewesen haben, weil es nicht unendlich viel Stickstoff gibt, weil es nicht unendlich viel Sauerstoff gibt. Ist alles begrenzt auf der Erde. Sie erscheint uns unendlich groß, ist sie aber nicht. Sie ist begrenzt und ihre Ressourcen sind auch begrenzt. Und auch das ist wichtig, bei Kreisläufen immer im Hinterkopf zu haben. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man auch Konzepte verstehen, wie das Liebigsche Minimumgesetz und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr weitergeholfen zu haben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.